Chief Justice Roberts, President Carter, Mr. Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, President Bush, President Obama, President Obama, fellow Americans, meine lieben amerikanischen Mitbürger of the world, und an alle da draußen in der Welt, ich danke Ihnen. We, the citizens of America, wir, die Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, werden große Anstrengungen unternehmen, unser Land wieder zu neuer Größe zu führen, für unser Volk, für unsere Menschen. Und wir werden daran zusammenarbeiten müssen. Das ist wichtig auch für die Welt und für unseren Einfluss in der Welt. Es werden große Herausforderungen auf uns zukommen. Es wird auch schwierige Zeiten geben. Aber wir werden durchhalten. Wir treffen uns hier alle 4 Jahre auf diesen Stufen, um friedlich die Macht weiterzugeben an einen neuen Präsidenten. Und ich bedanke mich bei Barack Obama und bei Michelle Obama für ihre große Hilfe bei der Machtübergabe. Sie haben einen tollen Job gemacht. Vielen, vielen Dank. Today's ceremony, however, die heutigen Feierlichkeiten sind sehr, sehr wichtig, denn wir übergeben heute nicht einfach nur die Macht von einer Administration zu einer anderen Administration oder von einer Partei zu einer anderen Partei. Nein, was wir heute machen, ist, die Macht aus Washington wieder herauszuführen und sie den normalen Mitbürgern zurückzugeben, Ihnen da draußen. Es waren zu viele Jahre, wo die Regierung nur einer kleinen Gruppe nützte, aber der normale Arbeiter die Kosten dafür zu tragen hatte. Washington ging es gut, aber woanders kam da nicht immer was davon an. Wir haben so viele Politiker kommen und gehen sehen. Wo sind unsere Fabriken? Das Establishment beschützt sich selbst, aber nicht die Bürger dieses unseres Landes. Ihre Siege waren nicht eure Siege. Ihre Triumphe waren nicht eure Triumphe. Und sie feierten hier in der Hauptstadt unseres Landes. Aber es gab nicht viel zu feiern für arme Familien überall in den Vereinigten Staaten. Das ändert sich, und zwar genau jetzt und hier. Denn dieser Moment ist euer Moment, das ist euer Moment, euer Triumph. Dieser Augenblick gehört euch allen, die ihr hier seid, jedem in den USA, das ist eure Feier, das ist euer Tag. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind euer Land. Was wirklich wichtig ist, es geht gar nicht so darum, welche Partei an der Regierung ist, sondern welche Regierung von dem Volk kontrolliert wird. Darum geht es. Der 20. Januar 2017, an dieses Datum wird man sich erinnern. Das wird der Tag gewesen sein, als das Volk der USA wieder die Macht übernommen hat. Die vergessenen Männer und Frauen unseres Landes werden nicht weiter vergessen werden. Jeder hört dir jetzt zu. Zig Millionen hören und sehen das jetzt. Das wird die Welt verändern. Das hat man so noch nicht gehabt. Und im Zentrum dieser Bewegung steht die Überzeugung, dass ein Land, eine Nation existiert für die Bürger. Wir wollen bessere Schulen haben, wir wollen bessere Arbeit haben, wir wollen eine Zukunft für unsere Kinder haben. Und das ist nicht zu viel verlangt.
Hart arbeitende Menschen haben in diesem Land ein Anrecht darauf. Aber so lange haben viele unserer Mitbürger eine ganz andere Realität erleben müssen. Mütter, Kinder, gefangen in Armut. Verrostende Fabriken, die aussehen wie Grabsteine überall in unserem Land. Und so viel Geld ist in die Bildung geflossen. Und was kommt dabei raus? Und trotzdem bringt unser Bildungssystem nicht viel. Und jetzt einfach nur mal Verbrechen erwähnt. Drogen, die Gangs haben schon so viele Leben gekostet und unser Land so schwer geschadet. Das wird hier und heute aufhören. Und zwar genau jetzt. Hier und heute. Wir sind eine Nation. Euer Schmerz ist mein Schmerz, ihre Träume sind unsere Träume und ihre Erfolge werden unsere Erfolge sein. Wir haben alle ein Herz, wir haben alle eine Heimat und wir haben ein fantastisches Schicksal. Heute habe ich das Amt übernommen und ich habe geschworen für euch alle, die Leitung dieses Landes zu übernehmen, für euch. Für viele Jahrzehnte haben wir ausländische Firmen reich gemacht. Wir haben ausländischen Armeen geholfen. Unser Wohlstand ist dorthin geflossen. Wir haben andere Länder verteidigt. Wir haben ihre Grenzen geschützt. Sie schützen die Grenzen nicht selbst. Warum? Das hat Unsummen gekostet. Billionen hat das gekostet. Und was haben wir dafür? Das Land ist wirtschaftlich ziemlich den Bach runtergegangen. Wir haben andere Länder reich gemacht. Unser Reichtum, unsere Stärke, die Stärke unseres Landes ist hinter dem Horizont verschwunden. Eine Fabrik nach dem anderen ist weggezogen. Und sie scherten sich überhaupt nicht über die Millionen amerikanischer Arbeiter, die immer noch da sind, aber jetzt arbeitslos. Die Mittelklasse, sie haben ihre Häuser verloren. Und dann werden diese Häuser überall woanders hin verkauft von anderen Leuten. Aber das ist die Vergangenheit. Heute schauen wir nur noch nach vorne. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um ein Wort hinauszuschicken in jedes Land auf der Welt, in jeden Regierungssitz auf der Welt. Ab heute hört uns, eine neue Vision wird uns ab heute anleiten in unserem Land. Und es geht jetzt nur noch um Amerika, Amerika als erstes. Jede Entscheidung, Handelsentscheidung, Immigration, Außenpolitik, Wirtschaft muss dem amerikanischen Arbeiter nutzen, muss amerikanischen Familien nutzen. Wir müssen unsere Grenzen schützen. Wir wollen nicht die Probleme anderer Länder importieren. Ausländische Firmen, die unsere Arbeitsplätze kosten. Das ist nicht unsere Zukunft. Und wir schützen unsere Wirtschaft und das wird großen Reichtum schaffen. Wirklich, mit jeder Faser meines Körpers werde ich dafür kämpfen und ich werde Sie nie enttäuschen, nie. Amerika wird wieder gewinnen und zwar so siegen, wie wir es noch nie getan haben. Wir werden unsere Jobs zurück. Die Jobs kommen zurück. Wir bringen unsere Grenzen wieder in Ordnung. Und wir bringen unseren Wohlstand wieder zurück. Und unsere Träume, die holen wir uns auch zurück. Wir
Wir werden neue Straßen, bauen, Brücken und Tunnel und Gleise, Flughäfen, überall in unserem fantastischen Land. Wir möchten nicht, dass die Leute vom Arbeitslosengeld leben müssen. Wir werden neue Jobs kreieren für amerikanische Hände mit amerikanischer Arbeit. We will follow two simple rules. Es gibt nur zwei einfache Regeln. Kauft amerikanisch und stellt Amerikaner an. We will seek friendship and goodwill. Wir suchen Freundschaft mit allen Nationen auf der Welt. Aber dazu müssen wir auch wissen, dass es das Recht einer jeden Nation ist, zuerst an sich zu denken, die eigenen Interessen zuerst zu sehen. Wir möchten nicht, dass andere Leute unbedingt unseren Weg verfolgen. Wir möchten ein gutes Beispiel sein. Und wir werden ein gutes Beispiel sein, dem jeder folgen möchte. Neue Allianzen werden geschmiedet werden, alte Freundschaften werden wieder verstärkt werden. Und was wir machen mit dem Islamismus, er wird getilgt werden vom Antlitz dieser Erde. At the bedrock of our politics will be a total allegiance to the United States of America. Schließlich geht es doch nur darum, wie loyal wir unserem Land gegenüber sind und unsere Loyalität auch jedem Einzelnen gegenüber wird dadurch verstärkt werden, wenn wir loyal unserem Land gegenüber sind. Und das wird auch die Vorurteile überkommen, über die so viel gesprochen wurde. Die Bibel lehrt uns, wie schön und angenehm es ist, wenn Gottes erwähltes Volk zusammenleben in Frieden. Wir müssen natürlich ganz offen unsere unterschiedlichen Meinungen zum Ausdruck bringen, aber wir müssen immer zusammenhalten. Wenn Amerika zusammenhält, dann kann niemand die USA aufhalten. There should be no fear. Hab keine Angst. Wir können uns schützen, wir werden immer beschützt sein. Denn wir haben diese fantastischen Männer und Frauen in der Armee, die uns beschützen vor allem. Und wir werden von Gott beschützt. Finally, we must think big and zum Abschluss möchte ich sagen, wir müssen groß denken und noch größere Träume haben. Wir müssen immer weiter nach vorne schauen. Wir werden es nicht mehr akzeptieren, dass Politiker einfach nur Sonntagsreden halten, die ganze Zeit nur nörgeln, aber überhaupt keine Lösung herbeiführen. The time for empty talk is over. Die Zeit leerer Reden ist vorbei. Jetzt hat die Stunde des Handelns geschlagen. Do not allow anyone to tell you that it cannot be done. Niemand darf Ihnen sagen, das geht nicht. Lassen Sie es nicht zu, dass Ihnen jemand Ihre Träume nehmen möchte, Ihre amerikanischen Träume. Wir werden nicht versagen. Wir werden zu neuem Wohlstand kommen. Es ist ein neues Jahrtausend. Und wir müssen Krankheiten ausrotten. Wir schauen in den Weltraum hinaus. Wir haben diese fantastischen Techniken. Die Technologie von morgen wird auch für unseren Wohlstand sorgen. Wir müssen unsere Unterschiede überkommen. Wir müssen uns immer daran erinnern, dass egal, ob wir schwarz sind, braun sind oder weiß sind, wir haben alle das gleiche rote Blut der Patrioten in uns. Und wir freuen uns alle über dieselben Freiheiten. Und wir salutieren alle vor derselben US-amerikanischen Flagge. Ob ein Kind nun geboren wird
im Vorort von Detroit oder in Nebraska. Sie sehen doch alle denselben Nachthimmel. Sie haben alle dieselben Träume, diese Kinder. Und sie haben das Geschenk des Lebens bekommen von unserem Schöpfer. So to all Americans in every city near and far. Ich sage allen Amerikanern, egal wo sie sind, von Ozean zu Ozean, von Berg zu Berg, vom kleinsten Städtchen zur Metropole, das wird nie wieder mit euch getan werden, was getan wurde. Your voice, your hopes, eure Stimmen, eure Hoffnungen, eure Träume werden unser amerikanisches Schicksal determinieren. Und wir haben da ganz feste Regeln. Zusammen werden wir die USA wieder stark machen. Wir werden Amerika wieder reich machen. Und wir werden Amerika wieder stolz machen. Und wir werden Amerika wieder sicher machen. Ja, zusammen. Und wir machen Amerika wieder großartig zusammen. Gott schütze Sie. Gott schütze Amerika. Thank you. Dankeschön. God bless America.